Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Project Highwise. Die Regierungsbüros, die wollen, dass wir noch mehr Anwälte bauen. Hoppala. Das kriegen die natürlich direkt. Aber ich muss natürlich gucken. Ich werde hier mal so hinsetzen. Das heißt, hier baue ich jetzt nur noch Anwälte. Und die Regierungssätze kommen alle erstmal nach da. Wenn ich genügend Anwälte habe, dann können wir drüber reden. Ich muss auch mal gucken hier. Anwälte, okay. Dann baue ich die Anwälte auch mal. Wäre vielleicht auch mal nicht verkehrt, solche mal einziehen zu lassen. Vielleicht wollen die ja auch davon mehr haben, ich weiß ja nicht. Die Leitungen liegen alle. Nicht komplett, also hier fehlt noch was. So, dann. Ein Anwalt einziehen lassen. Anwalt. Anwalt, Anwalt, Anwalt und Anwalt. Wir suchen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass wir jetzt noch mehr Druckerleute brauchen. Was ist denn los mit euch, Lohn? So, Kopierer. So. Wir brauchen nämlich langsam den Strom. Das heißt, wir ballern hier direkt mal den ganz großen Strom hin. Der reicht auf jeden Fall. Und das Telefon. Brauchen wir auch nochmal einen. Mittleres. Einfach nur aus Sicherheitsgründen. Weil wir haben Strom jetzt bis 560 und Telefon bis 300. Das dürfte auf jeden Fall eine Zeit lang reichen. Ey, wow! Okay, dann kommen hier jetzt Anwälte rein. Moment. Das passt ja alles. Die kann ich alle abreißen hier. Oh nein, habe ich zu weit abgerissen. Sorry, sorry, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Du kriegst deine Leitung sofort wieder. Der ist nicht ausgezogen. Der Typ ist nicht ausgezogen. Den mag ich. Wir haben erstmal kein Geld mehr. Aber wir können zumindest hier jetzt 4 Stück einziehen lassen. Das Problem, was wir jetzt noch haben, dass ich in der nächsten Etage auf jeden Fall irgendwas hinbauen muss, nämlich diese Club der Führungskräfte. Das wollen die ja definitiv haben. Da bauen wir auf jeden Fall die nächste Etage mal aus. Mit dem Aufzug. Einen Aufzug erstmal nur noch. Sag ich so oft, am Schluss kommen doch zwei. Aber diesmal echt mal gucken, weil ich muss ja eigentlich noch in die Etage höher. Zumindest auf einer Seite. Moment. So, das müsste passen. Das war zu kurz. Machen wir so. Das müsste jetzt auf jeden Fall passen. Mit noch im Aufzug. Halt für die Stromleitung, die da hochgeht. Club der Führungskräfte. Das wollen die noch haben. Dann kriegen die das natürlich. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Club der Führungskräfte ist klein. Aber ja. Dann können wir hier, da ja da kein Aufzug mehr eigentlich hin soll, aber wie es hier aussieht, da genau hinpasst. Da passt genau ein Aufzug hin, also kommt da ein Aufzug hin. Sieht das Ganze. Ihr braucht natürlich TV. Wir brauchen einen einzigen, der TV braucht. Das heißt, ich darf jetzt die ganze TV-Leitung zu dem hier hochziehen. Wirklich? Mein Gott. Das ist jetzt nicht wahr. Das wollen die wirklich. Braucht ihr noch irgendwas anderes? Braucht ihr noch Wasser und Gas? So wie ich die kenne, auf jeden Fall. Aber das ist doch echt nicht wahr. Ihr wollt noch einen Kopierer. Tut mir leid, ich habe kein Geld. Moment. Wir haben Geld. Einmal, zweimal. Und so schnell sind wir wieder in Schulden. Aber das geht noch. So, wir brauchen auf jeden Fall einmal. Ein TV-Kopierer.
Kasten, der kommt dahin. So, der TV, der geht nach oben, ist dran. Okay, hier kommt noch ein Anwalt. Wie gesagt, die wollten nur Anwälte, also kriegen sie nur Anwälte. Obwohl hier noch die Buchhalter jetzt reinkommen, weil bevor ich jetzt hier noch mal ein bisschen ausgebe zum Suchen, kommen die Leute hier jetzt rein. Das ist Schluss mit lustig. Hier kommt der hier rein. Wir müssen für 5000 suchen. Wir treffen uns im Hauptsitz. Danke sehr für die Trophäe. Und wir machen 60.000 plus gerade mal. Das ist sehr wenig. Aus dem 900? Was ist das denn bitte? Ich habe damit gerechnet, dass sie mir mehr geben. Okay, wir haben Geld. Was mache ich mit dem Geld? Ich weiß auch nicht mehr, was ich mit dem Geld jetzt machen soll. Ich könnte hier ein bisschen Deko verteilen, ja, aber dann wäre das ganze Geld schon weg. Und wird auch nicht viel was bringen. Die sind halt sehr teuer. War die auch? Habe ich nicht allein irgendwo noch einen Springbrunnen? Ja, so einer, ne? Hier ist eine Blume. Hier war ein Springbrunnen. Dann kommt der da eben hin. Machen wir sie mal ganz schön hier oben. Das sind ja hier die Regierungsbosse. So. Mit einem schicken Stuhl. So. Sieht doch gut aus. Ah, da haben wir noch was. Da müsste auch noch mal Fenster rein. Hier war, soll man nicht vergessen. Okay, besondere Gegenstände. Was haben wir hier? Was ist das? Wände von Katana Marmor. Oh. Die kriegen Marmor. Nö, nö, die kriegen einen. Eine Stehlampe. Das ganze Gebäude wieder heller. Und eine schicke Pflanze einfach nur. So. Dann müssen wir noch warten, bis der. Oh, schon fertig. Und wieder 5000 ausgeben zum Suchen. Was mich wieder den ganzen Tag kostet. Okay. Das heißt, ich müsste aber noch mehr ausbauen. Damit sich das Ganze auch noch lohnt. Damit wir halt wirklich an die Grenze kommen, wo man sagen kann, ja, wir machen jetzt wirklich unsere 100.000 Gewinn. Das ist das, naja. So. Ein Aufzug. War mal Geschichte. Wir machen zwei Aufzüge. Ihr renoviert mal schön. Danke sehr. Dass ihr das ganze Geld. Nein! Och Mann. Oh, wir machen nur 3000 Gewinn? Was? Wieso nur 3000 Gewinn? Wie die fleißigen Dienchen hier. Wir ziehen hier durch. Ja. Da der Stromkasten ist, muss ich das ein bisschen verschieben. Ganz hinten kommen dann die kleinen. Und dann. Passt das mit denen noch zusammen? Firmenhauptsitz? Nö, warum sollte ein Firmenhauptsitz bauen, wenn auch kleine genauso gehen? So. Aber wir müssen noch Leitungen bauen. Die mir wieder mein ganzes Geld kosten. Die Leitungen sind so teuer. Okay, die kosten nur 15 Dollar, ne? Aber. Es sind 15 Dollar. Ich bin eigentlich enttäuscht, dass die wirklich nur so wenig Gewinn abwerfen. Wie sieht es aus mit Strom? Ihr wollt immer noch. Oh, ich habe keinen Strom. Hier, jetzt brauchen wir jetzt einen Kurier oder was wieder? Das ist ein Kopier, ihr braucht noch einen Kopierservice. Was für ein Zufall, der passt genau da rein. Hoi, 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 hoi. Ja, reparier mal.
Das ist echt nicht mehr wahr, ey. Können wir zumindest noch hier oben mal einziehen lassen? Ja, können wir sogar. Ja, wir müssen auch noch gucken. Ja, wir haben noch genügend davon. Wir haben noch genügend. Auch locker genügend Strom. Also Strom ist jetzt nicht mehr das Problem. Das Problem ist halt jetzt die lange, lange Wartezeit auf den Rest. An den Regierungskräften. Warum Regierungskräfte? Marmor. Dann L Lampe. Wir müssen jetzt warten, bis wir Geld haben und dann haben wir Geld. Nur 3000. Ui. Es ist nicht viel. Warum machen wir denn so wenig Gewinn? Ist auch egal. Solange wir Gewinn machen, ist das ja eigentlich egal. Aber wir können einziehen lassen. Wir können ihn nicht einziehen lassen. Okay, wir lassen euch einziehen natürlich dann. Damit wir mal dann wieder Geld machen. Wir suchen. Hier kommen die Kleinen noch rein. Oben bei den Regierungen sitzt die jetzt. Leute. Das ist der Hammer, oder? Ich könnte auch hier oben eine Arztpraxis hinsetzen. Die wäre total unnütz zwar. Weil wer fährt gern bitte 35 Stockwerke nach oben für den Zahnarzt? Und die Finanzleute, die brauchen extra was Besonderes. Ja, genau 3 Stück. Das Spiel weiß genau, wie ich baue. So, damit haben wir kein Geld mehr. Wir können aber noch nicht. Wir brauchen 12.000. Boah. Damit habe ich nicht erwartet, dass es so viel wird. Und mit 2 Aufzügen. Vor allem so spektakulär sehen die gar nicht aus. Wie viele arbeiten da? 7 Leute. Okay. Nicht schlecht. Ich bin mal gespannt, wie viel Gewinn wir jetzt machen. Wo liegen wir denn? Bei 65.000 zurzeit. Ja. Ein Ziel davon haben wir schon. Eins von den großen Zielen. Wenn wir das hier ausbauen, haben wir die auch schon. Das heißt, wir brauchen irgendwie nur noch auf 100.000 zu kommen. Ich glaube, das wird die schwierige Sache. Aber ich glaube, wir hätten viel früher anfangen können, aber es ist eigentlich schon gut, dass hier die hier drin sind. Aber das bin mal gespannt, wie das jetzt aussieht. Wie viel Gewinn wir jetzt machen, wenn die ganzen Leute hier drin sind. Vielleicht reicht das auch, wenn ich hier. Oh, danke, dass ihr mein Geld gezogen habt. Wenn ich dieses eine Werbeding da mache, dass wir vielleicht, wir müssen für einen Tag ja mehr Gewinn machen. Also 100.000 Gewinn machen. Mehr müssen wir ja nicht. 6.000 haben wir jetzt. So. Was war das denn jetzt? Dann ziehen wir ein. Wir können uns das nicht leisten, das erneut zu suchen. Das ist sehr gut. Das heißt, wir. Oh, die haben keinen Strom da unten. Sind immer noch in der 7. Etage vom Dings. Haben noch genügend Strom. Fernseher für 2. Und 8 Telefone noch. Oh, Vorsicht. Nur noch 8 Telefone. Das heißt, ich muss sehr wahrscheinlich noch so einen kleinen Kasten Telefon bauen. Oh, wir können noch nicht mal alles reparieren. Das heißt, wir müssen erst reparieren. Die restlichen Büros. Welche Büros sind denn kaputt? Die Büros sind kaputt. Wie viel kostet die denn? 400, okay. Dann renovieren wir jetzt schon mal das, was wir uns leisten können. Bis ganz, bis ganz, bis ganz, bis ganz. Bis kaputt. Ganz, ganz kaputt. Und Ende. Das heißt, wir sind jetzt bei wie viel nur noch? Ich liebe meinen Kaffee. Bei 2600. Wenn wir 6.700 machen, jo, das wird knapp mit der Suche zumindest. Ja. Sehr gut, super, so läuft es doch. Gewinn machen wir jetzt so um die 70.000, ne? 65.000 gerade mal. Boah, das heißt, ich muss auch mal 2 kleine bauen, damit ich die hier reinsetzen kann wieder, oder was? Dann müsste das Büro wieder ein bisschen breiter werden. Naja.
Mal schauen. Wie sieht es eigentlich aus hier? Zufriedenheit. Düsen sehr zufrieden, 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 zufrieden. Ja, die Läden, die Restaurants sind zufrieden. Hier oben wird es nicht so zufrieden. Die Rentabilität. Der macht einen Laden Rentabilität und die machen alle. Unten jetzt nicht. Ästhetik, ja, überall ein bisschen. Hier oben ist eigentlich, finde ich, gut Ästhetik halt. Aber Ausblick haben wir komplett. Naja. Immer so ein bisschen zum Auge behalten. Der fällt erstmal jetzt Stockwerk runter ohne Ende. Okay. 69.000 machen wir jetzt. Naja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch dabei seid. Also bis dann. Ciao.